Damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Spiels FC St. Pauli gegen SV Wien Wiesbaden. Ich begrüße hier auf dem Podium die beiden Trainer Markus Kautschinski und Fabian Hürzeler. Und wie immer hat der Gast das erste Wort. Ihr Statement bitte. Ja, die erste Halbzeit geht komplett an St. Pauli. Wir haben es nicht geschafft, für Entlastung zu sorgen. Wir sind viel hinterhergerannt. Das haben wir aber getan. Haben versucht, die Löcher immer zu stopfen, die wir einfach nicht zubekommen haben. Auch mit Ball war das wenig. Wir haben uns im Laufe der Saison schon entwickelt, haben heute aber nicht den Mut gehabt, auch in der ersten Halbzeit das besser zu machen. In der zweiten Halbzeit, auch wenn das Tor früh fällt, hatte ich das Gefühl, dass wir von Anfang an besser drin sind, auch hier und da Anteile haben oder immer mal wieder einen Konter haben. Das hat man dann schon gemerkt. Dass wir dann natürlich in der einen oder anderen Situation auch einen guten Torwart haben, das ist nicht neu. Und bei all den Chancen, die St. Pauli hatte, haben wir aber auch immer noch offen Fuß dazwischen gekriegt, haben wirklich mit Herz und Leidenschaft verteidigt, dass wir uns gewünscht hätten, selber mehr mit dem Ball machen zu können. Das ist klar. Wir haben aber auch noch in dieser Woche einige Ausfälle zu verkraften gehabt, auch nochmal mit Grippe, mit Krankheiten, ballstarke Leute verloren. Ich ziehe den Hut vor meiner Mannschaft, wie wir gekämpft haben und mit der Einwechslung von John. Wir wissen, was John kann. Er hat immer mal vielleicht einen leichten Ballverlust drin, aber er hat diese Aktion, diesen Schuss ja schon an die Latte. Er hat, wenn er Platz hat, hat er eine unheimliche Power und hat diese Power genutzt, auch dann zum Ausgleich. Und das haben wir uns erkämpft, nicht erspielt, das wissen wir. Aber auch das musst du erstmal schaffen. Und deswegen bin ich stolz auf die Mannschaft, was sie heute investiert hat. Wir haben uns im Laufe der Saison fußballerisch entwickelt, haben jetzt gemerkt, dass uns die Kraft so ein bisschen ausgeht, dass wir am Ende nicht alles durchwechseln können, dass der eine oder andere die Intensität noch nicht so gehen kann als Aufsteiger. Das hat man heute gesehen, dass hier ein Aufstiegskandidat gegen einen Aufsteiger spielt, der am Ende um Abstieg kämpfen wird und alles tun wird, um diesen Abstieg zu verhindern. Aber dass wir dazu bereit sind, das haben wir heute gesehen, dass wir auch hier gegen wirklich starken Gegner geschafft haben, mit Herz und Leidenschaft zu spielen, diesen Punkt zu erkämpfen. Und ich glaube, so können wir dann noch schön in die Pause gehen. Platz 11, wir haben ein sensationelles Jahr gehabt mit dem Aufstieg, wieder Neuaufbau, viele Leute verloren. Haben das, glaube ich, gut gemacht, jetzt mit 22 Punkten Platz 11. Man kann immer Dinge besser machen, wir sind nicht zufrieden, aber für den Moment hat die Mannschaft das echt stark gemacht. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Fabian, dein Statement. Ja, moin zusammen. Natürlich erstmal Glückwunsch nach Kiel zur Herbstmeisterschaft. Ich glaube, dass wir von Anfang an wirklich sehr gut drin waren, dass wir sehr dominant waren, dass wir eine gute Positionierung hatten, gut auch gegen tiefstehende Gegner es geschafft haben, Dynamiken zu kreieren, erkannt haben, wo statisch war, um dann immer wieder auch hinter die Kette zu kommen. Das war sehr positiv. Wir haben auch bis zuletzt wirklich auch gute Torchancen herausgespielt. Wir haben es auch, wie ich finde, im letzten Drill bzw. in der Restverteidigung, speziell in der ersten Halbzeit, sehr, sehr gut gemacht. Uns dann auch belohnt mit dem 1-0. Und dann auch weiterhin konsequent weit aufs Zweite gespielt. Das war sehr positiv, dass wir nicht das 1-0 verwalten wollten. Und dann ist es im Fußball manchmal so, dass du für Kleinigkeiten bestraft wirst. Und das müssen wir uns dann auch ankreiden, dass wir es zum wiederholten Male nicht geschafft haben, zu Null zu spielen. Das, was eigentlich uns stark macht, was unsere Identität ist, haben wir missen lassen. Und das hat seine Gründe. Das geht dann auch viel um Kleinigkeiten zu verändern. Das werden wir auch tun. Wir werden genau analysieren, was schief läuft bei den Gegentoren, beziehungsweise wie der Gegner zu ihren Torchancen kommt. Wir werden da auch die gesamte Hinrunde mit einbeziehen und dann auch die richtigen Schlüsse draus ziehen, hoffentlich. Und dann auch im Trainingslager das versuchen abzustellen, beziehungsweise zu verändern. Und dementsprechend, wir haben auch viele positive Dinge gesehen heute. Also uns wurde immer wieder auch angereiht, dass wir es nicht schaffen, gegen tiefstehende Gegner Lösungen zu finden. Ich glaube, dass wir da wirklich heute einen richtigen Schritt in die richtige Richtung auch gemacht haben. Und da versuchen wir weiterhin konstant dran zu bleiben. Aber im Großen und Ganzen bleibt natürlich das Ergebnis, das für uns enttäuschende
Ergebnis, ehrlich müssen wir auch sein, zum wiederholten Male nicht geschafft, zu Null zu spielen, und dementsprechend ist eine gewisse Unzufriedenheit dabei, aber genau dieses unzufriedene Gefühl werden wir mitnehmen, um das nicht mehr so oft zu haben in der Rückrunde, und daran werden wir versuchen zu arbeiten. Ich wünsche Wiesbaden eine gute Heimfahrt und natürlich viel Erfolg für den Rest der Saison. Danke. Danke, Fabian. Sofern es Fragen gibt, würde ich um entsprechende Handzeichen bitten. Einmal in der zweiten Reihe. Ja, moin. Meine Frage ist, wie verlässt man jetzt an Fabian, wie verlässt man jetzt das Fußballjahr 2023? Man kann das natürlich auch sehr, sehr positiv nehmen. Es gab ja nur 2 Niederlagen in der Liga und die letzte ist ja schon im April. Aber jetzt in der Hinrunde gab es ja auch mehr Unentschieden als Siege. Und Wegbereiter für diese vielen Unentschieden waren ja auch oft irgendwie das Halbzeitergebnis. So 7-mal 0-0 jetzt. Will man da vielleicht in der Rückrunde auch arbeiten, dass vielleicht auch das erste Tor in der ersten Halbzeit fällt, so ein bisschen? Wir haben schon den ersten Ansatz in der Rückrunde, ja. Das sind alles Faktoren. Natürlich wollen wir früh in Führung gehen, aber da spielt natürlich auch ein Gegner mit. Die ist im Moment alle sehr, sehr tief verteidigen. Ist jetzt nicht nur Wiesbaden oder Osnabrück, sondern auch Mannschaften wie Hannover und HSV, die eher herkommen und dann erstmal verteidigen. Und deshalb, wir müssen viele Dinge positiv sehen und wollen auch viele Dinge positiv sehen. Und da gehört auch dazu, dass wir sehr stabil Fußball spielen, dass wir wenig zulassen in der gesamten Hinrunde, dass wir konstant gute Leistungen gebracht haben, also bis auf jetzt heute 5 bis 10 Minuten, beziehungsweise Osnabrück 20 Minuten, HSV 5 Minuten vielleicht, wo wir dann die Gegentore bekommen haben, schaffen wir es schon, sehr konstant und stabil Fußball zu spielen. Und das ist erstmal das Positive. Trotzdem merken wir alle, dass wir eine gewisse Unzufriedenheit haben. Und das ist natürlich mit den gestiegenen Erwartungen auch gleichzuziehen und auch mit unserem Anspruch, weil unser Anspruch ist natürlich, jedes Spiel zu gewinnen. Und da ist Unzufriedenheit natürlich selbstverständlich, wenn du von 17 Spielen 8 gewinnst und 9 Unentschieden spielst. Und dementsprechend habe ich schon gesagt, dass wir uns da morgen hinsetzen werden, das alles reanalysieren und dann hoffentlich die richtigen Schlüsse draus ziehen. Jan-Philipp Grunenberg für die dpa. Moin zusammen. Fabian, du hast gerade im Eingangsstatement direkt erstmal Holstein Kiel gratuliert zur Herbstmeisterschaft. Magst du einmal selbst sagen, wie groß ist dieses Ding Herbstmeisterschaft für dich? Ist das nur eine Momentaufnahme oder ist das wirklich eine größere Sache? Danke. Ich war ja schon mal Herbstmeister als Co-Trainer, deshalb, ich weiß, dass das nicht so viel aussagend ist. Trotzdem ist eine kleine Auszeichnung und am Ende lügt die Tabelle nicht und Holstein Kiel hat sie letztes Spiel einfach gut gemacht und deshalb muss man, wie ich finde, auch einfach Respekt zollen und trotzdem freue ich mich auf die Rückrunde, weil es erwarten neue Herausforderungen, neue Situationen auf uns und ich freue mich gemeinsam mit meiner Mannschaft, diese zu lösen, genau wie jetzt in der Hinrunde haben wir es immer geschafft, gute Lösungen zu finden, wahrscheinlich noch nicht die 100%ige Lösung, aber wir arbeiten dran. Carsten Harms für das Abendblatt. Eine Frage an Markus Korzinski. Hallo erstmal, Markus. Wie bewertest du die Leistung von Florian Carstens, den wir hier ja vom Millantor auch noch kennen, und seine gesamte Entwicklung bei euch? Ich bin sehr zufrieden mit Flo. Flo hat ja eine Qualität am Ball, die hier auch bekannt war. Das ist seine absolute Stärke über sein Passspiel. Er hat aber in Athletik und im läuferischen Bereich einen Schritt nach vorne gemacht, weil das ein bisschen so seine Achillesferse ist. Und er ist da sehr fleißig und sehr ehrgeizig. Er ist leider mit einer Verletzung und beziehungsweise mit einer Blinddarmoperation ein bisschen rausgekommen. Er hat gut gestartet in die Saison, musste eine kurze Pause machen. Ist jetzt aber wieder da und hat sich echt stabilisiert. Gerade über diesen physischen Aspekt ist er stärker, reifer und auch ein bisschen erwachsener geworden. Es scheint keine Fragen mehr zu geben. Dann wünsche ich unseren Gästen eine gute Heimfahrt, Ihnen und euch einen schönen Abend und schöne Feiertage. Tschüss.